Barfußlaufen tut gut. Endlich die Arbeits- und Alltagsschuhe an den Nagel hängen und gemütlich spazieren gehen wie hier durchs grüne Gras oder die Zehen tief im Sand vergraben. Dabei kitzelt uns das weiche Gras oder der körnige Sand ganz angenehm unter unseren Fußsohlen. Wir nehmen auf einmal alles viel intensiver wahr. Warm und kalt, weich und hart oder spitz. Und zugleich können wir uns auch viel schneller verletzen. Das ist mir einmal so gegangen, als ich bei einem Barfußwettrennen gegen meinen Sohn angetreten bin. Wir liefen durch seichte Wasser des Strandes und da passierte es plötzlich. Da verwandelte sich meine Freude in einen stechenden Schmerz, weil ich in eine Muschelschale getreten war. Da war auf einmal Schluss mit Herumtollen und fröhlichem Rennen und ich humpelte ans Ufer und versorgte meine blutende Fußsohle. Manche Ereignisse der vergangenen Wochen und Monate waren vielleicht ähnlich, schmerzhaft und haben sich wie spitze Steine tief in unsere Seele gegraben. Der König David, der hat das so erlebt, als er vor seinem Sohn Absalom aus Jerusalem fliehen musste. Das finden wir in 2. Samuel 15, Vers 30. David aber stieg den Ölberg hinauf und weinte, während er hinaufging. Er ging aber mit verhülltem Haupt und barfuß. Barfüßig und weinend brachte David hier seine ganze Verletzung, seine Resignation und seine Trauer zum Ausdruck. Er fühlte sich wie ein Gefangener seiner Situation und mit seinem gesenkten Haupt zog er davon. In seinem Herzen, da trug er die Reue über seine vergangenen Sünden mit sich herum. Denn der Verrat durch seinen Sohn Absalom, der war die tragische Folge aus dem Ehebruch mit Bathseba für ihn und seine ganze Familie. So lesen wir das in 2. Samuel 12, Vers 10 bis 11. Vielleicht fühlen Sie sich auch als Gefangener Ihrer aktuellen Situation. Vielleicht ist Ihnen heute zum Heulen zumute. Oder Sie sind verzweifelt. Dann nehmen Sie sich auch die Zeit, die Wunden versorgen zu lassen. Jesus kam, um zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. So lesen wir das in Lukas 4, Vers 18. Da sagt der Herr Jesus, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagenen Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Er bietet ihnen Vergebung an, auch für selbstverschuldete Nöte. Und er gibt ihnen Hoffnung für die Zukunft. Drückt bei ihnen der Schuh? Gibt es zwischenmenschliche Reibereien oder familiäre Krisen? Haben Sie belastende Erlebnisse, die Sie mit sich herumschleppen? Dann machen Sie doch heute einen besonderen Barfußtag mit Jesus. Und zeigen Sie ihm die wunden Stellen. Das Offenlegen tut erst einmal weh. Aber nur so kann die Heilung beginnen. Und Jesus hat versprochen, dass wir mit ihm und seiner Hilfe heil werden dürfen. Und das wünsche ich uns. Amen.